comme directeur de l'Institut français. Als Direktor des Französischen Kulturinstituts in Österreich möchte ich sehr herzlich begrüßen und Ihnen sagen, wie froh wir sind, dass wir diese Veranstaltung heute Abend über die Architektur unter ganz besonderen Umständen hier abhalten können. Diese Vortragsreihe Junge Architektur im Dialog, Austausch zwischen der französischen und österreichischen Architektur in Kooperation mit der TU in Wien und mit Mies Magazin, läuft hier online ab, im virtuellen Raum, aber das schadet den Gedankenaustausch keineswegs. Und vielen herzlichen Dank all den Referenten, die hier bei unserem Abend teilnehmen. Wir werden heute Abend verschiedene Generationen von Architekten hier haben, die ihre jeweilige Sicht der jungen Architektur vorstellen. Es gibt hier verschiedene große Bereiche. Natürlich kann ich nicht alles erwähnen, aber es ist ein Thema, das mich ganz besonders persönlich interessiert. Es geht also um die Nachhaltigkeit insbesondere. Es handelt sich um die Beteiligung der Bürger. Man stellt fest, dass die Personen, die in den einzelnen Vierteln wohnen, mit einbezogen werden. Die Biodiversität spielt ebenfalls eine große Rolle bei Architekturprogrammen. Das heißt, das sind die unterschiedlichsten Fragen, die nicht nur mit dem Alltag jedes Einzelnen zu tun haben, sondern auch mit dem Leben jedes Bürgers. Wir werden also hier über die jungen Architekten sprechen. Man muss also noch genau definieren, was ein junger Architekt ist, aber es geht um diese junge Generation von Architekten, die also hier noch nicht so arriviert sind, aber es geht auch um die Beziehung zwischen den arrivierten Architekten und den jungen aufstrebenden Architekten. Und ich gestehe Ihnen in diesem Zusammenhang, dass die Vorstellung bereits begonnen hat, als ich die Hochschule in Versailles besucht habe, als junge Architekten ihre Projekte vorgestellt haben. Und da habe ich mir gesagt, da ist etwas, was wirklich sehr interessant ist. Wir können da etwas Interessantes machen. Und so ist diese Idee entstanden. Das heißt, ich danke ganz besonders der Architekturabteilung von der TU in Wien und insbesondere Herrn Selbach, der mit seinen Studenten hier im Französischen Kulturinstitut eine sehr schöne Ausstellung ausgerichtet hat, Gestaltung und Design. Und wir werden mit der Frau Direktor später diese Ausstellung einweihen, wenn die Zeiten etwas günstiger sind. Und dann werden wir das vor Ort vornehmen. Herzlichen Dank allen Referenten selbstverständlich, insbesondere Herrn Professor Much und der Trifaller, der hier Büros in Wien, in Bregenz, in St. Gallen, in Paris und in München unterhält, also im ganzen Europa. Herzlichen Gruß an Gilles de la Lexe vom Pariser Architekturbüro Muoto, Cédric Ramière vom Architekturbüro Coco Architect und er ist jetzt nicht nur in der Dordogne, sondern auch in Wien ansässig und Amanda Sberger und Sophie Hisberger, die beide an der Technischen Universität in Wien studieren und sich an diesem Gedankenaustausch beteiligen. Wir danken für diese ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der TU Wien und wir freuen uns, dass auch in der Zukunft weitere Kooperationen geplant sind im Bereich der Architektur unter anderem, aber möglicherweise auch in anderen Bereichen. Ich habe bereits mit der Rektorin der TU gesprochen, als ich sie kürzlich getroffen habe. Ich werde also jetzt gleich das Wort an Gordon Selbach erteilen. Er ist also Lehrbeauftragter an der TU Wien und er wird also hier diese Ausstellung kurz vorstellen und auch die Publikation, die sich daraus ergibt. Denn wir wollten unbedingt, dass zum ersten Mal hier ein Projekt durchgeführt wird und dass wir auch diese Publikation unterstützen im Bereich der Architektur. Und das haben wir auch in anderen Bereichen der Humanwissenschaften vor. Publikationen
und jeweils auch die Übersetzung davon. Ich danke auch herzlich Frau Chiara Desbordes von Mies Magazin, die diese Gespräche moderieren wird. Ich danke Ihnen also allen noch einmal sehr herzlich, dass Sie hier sind, und ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr schönen Abend. Vielen Dank. Und wir werden jetzt der Rektorin der TU, Frau Seidler, das Wort erteilen, die eine Videobotschaft für uns vorbereitet hat. Guten Abend. Ich freue mich, Sie zur Junge Architektur im Dialog begrüßen zu dürfen. In dieser gemeinsamen Veranstaltung drücken sich mehrere Aspekte aus, die in der DNA der TU Wien stecken. Der Dialog steht für den Blick über den Tellerrand, der neue Perspektiven eröffnet. Diese sind die Basis für Innovationen. Der Austausch mit anderen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Professionisten aus Industrie und Wirtschaft ermöglicht es, das volle Potenzial zu nutzen und so gemeinsam einen Mehrwert zu generieren. Als Universität gehört es natürlich zu unseren Aufgaben, die kommende Generation von Problemlöserinnen auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Als Forschungsuniversität leiten wir deshalb die Lehrinhalte aus der exzellenten Forschungsarbeit ab und sind so stets am Puls der Zeit. Studierende und junge Wissenschaftlerinnen stellen Etabliertes in Frage und treiben die Entwicklungen mit arrivierten Wissenschaftlerinnen voran. Wissenschaft orientiert sich nicht an Ländergrenzen. Die TU Wien lebt Internationalität deshalb in allen Bereichen. Dabei geht es nicht nur um Sichtbarkeit, auch die Qualität in Forschung und Lehre wird durch internationale Kollaborationen gesteigert. In diesem Sinne wünsche ich einen anregenden Austausch, viele neue Ideen und einen unterhaltsamen Abend. Vielen herzlichen Dank nochmals an die TU, und ich erteile jetzt das Wort Herrn Gordon Zellbach. Ja, herzlichen Dank, Herr Direktor Gougeon, und vielen Dank auch an Frau Rektorin Seidler. Ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm. Ist das richtig? Ja, gut. Ja, also guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Institut Français d'Autriche. Mein Name ist Gordon Zellbach. Ich bin Lehrender, wie es schon gesagt wurde, an der TU Wien, am Forschungsbereich für Gebäudelehre und Entwerfen, und Architekt auch hier in Wien. Ich möchte die Gelegenheit kurz nutzen, um unsere Forschungsarbeit und das heutige Thema der jungen Architektur und der Bildungsräume zu umreißen. Unser Forschungsbereich unter der Leitung von Professorin Tina Gregoritsch leitet mehrere Designstudios in verschiedenen architektonischen Themenfeldern, unter anderem Tourism, Healthcare, Production und Education. Im Rahmen dieser Designstudios entwickeln die Studierenden konkrete Projekte an konkreten Orten durch umfassende Referenz- und Bauplatz- oder Vorortrecherchen. Auf dem Weg dorthin werden Vorträge, Diskussionen gehalten, Exkursionen durchgeführt und vor allem intensiv gemeinsam in Ateliers und Seminarräumen an Konzeptmodellen, Grafiken etc. gearbeitet. Und genau diese Architektur, aber auch Kunst- und Designausbildung und ihr Status gemeinsamen intensiven Lernens durch Austausch und Produzieren wird momentan einerseits durch die Vermassung der Hochschulbildung und andererseits auch sehr aktuell durch die Pandemie bedroht. Also wir befinden uns ja seit Monaten im E-Learning-Bereich. Wir haben die Studierenden schon lange nicht mehr gesehen, schon sehr, sehr lange nicht mehr in Seminarräumen gemeinsam gearbeitet. Man muss eben sagen, dass trotz dieser Tendenzen bleibt die psychologische Rolle der Gemeinschaft in der Entwicklung der Studierenden unverzichtbar. Hierzu zählt unter anderem die identitätsstiftende Funktion des Bildungsraumes für Studierende und Lehrende, aber auch das spontane Sich-Treffen, die Möglichkeit zum Beispiel direkt nach der Vorlesung noch den Professor, die Professorin anzusprechen, das gemeinsame Modellarbeiten. Man erachtet oft ja das Atelier oder das Studio als etwas, mit dem man sich identifiziert. Das ist sowas wie ein erweiterter Wohnbereich fast. Andererseits muss man sagen, dass im breiteren Sinne führt der sich ständig wechselnde und an sich auch, ich würde sagen, gemeinschaftlich konstruierte und sehr stark prozesshafte Habitus der Bildung ja dazu, dass sich Bildung an sich nicht an räumliche Grenzen eines Schulgebäudes gebunden ist, sondern Bildung kann ja an sich überall da stattfinden, wo kultureller und sozialer Austausch ermöglicht wird. Wir sehen hier zum Beispiel einen halböffentlichen Vorplatz von der Académie des Beaux-Arts in der Rue Bonaparte in Paris, wo eben genau das passiert, wo sich quasi die Öffentlichkeit und die private Sphäre der Akademie vermengen.
Somit stellen wir uns eigentlich die Frage, inwieweit und inwiefern Architektur in dieser Hinsicht gehen kann. Inwieweit könnten Bildungsbauten sich nach außen öffnen? Wie könnten diese Typologien die Öffentlichkeit einladen, teilzuhaben, um auch dem Gebäude eine konkrete und auch sehr aktive Rolle im städtischen Kontext zu geben? Wir sehen hier zum Beispiel die Architekturschule von Lacaton-Vassal, im Erdgeschoss komplett öffentlich, sogar der Asphalt ist von draußen hineingezogen worden. Und es gibt eine öffentlich begehbare Rampe, die sich durch das Gebäude schlängelt und oben auf einer Dachterrasse endet. Von 2018 bis 2020, bis Anfang 2020, haben 32 Studierende unter Leitung von Professorin Tina Gregoritsch und mir sich in einem Designstudio unter dem Titel der Open Design Academy mit eben genau diesem Thema der offenen und interdisziplinären Bildungs- und Lernräumen auseinandergesetzt. Hierzu entwarfen die Studierenden eine offene Akademie auf einem realen Bauplatz, der hier eingegrillt ist in Paris-Montreuil. Das ist ein Vorort, eine Art Banlieue von Paris im Osten, direkt außerhalb der Peripherie. Hier ist auch der Bauplatz zu sehen auf dem linken Foto. Es wurden eben zahlreiche Führungen davor in Wiener Institutionen gemacht, aber dann eben auch Expertinnenvorträge und mehrtägige Exkursionen natürlich nach Paris, nach Nantes gemacht, um eben den 32 Studierenden eine intensive und ich würde sagen eine sehr praxisnahe Auseinandersetzung mit dem Thema, mit diesem höchst aktuellen Thema zu bieten. Wir sehen hier auch die gemeinsamen Arbeiten in Seminarräumen, Präsentationen, Diskussionen mit Spezialisten aus Frankreich, hier zum Beispiel Clément Blanchet, ehemals OMA, und eben Jean-Philippe Vassal von Lacaton-Vassal, gemeinsames Modellarbeiten. Es wurden eben sehr viele Konzeptmodelle gearbeitet, Perspektiven in Collagenform, und hier sehen wir auch ein großes Raummodell in 1:50, was eben ganz zum Schluss des Semesters hergestellt wurde. Ja, aufgrund der Verortung, muss man sagen, der Projekte dieser Open Design Academy in Paris, konnten wir im Rahmen der Entwerfenreihe den akademischen und kulturellen Austausch zwischen Frankreich und Österreich fördern und weiterentwickeln. Durch die Exkursionen an diverse Institutionen, wie Sie schon gesehen haben, in Paris, konnten wir neue Erasmus-Verträge zwischen der TU Wien und der ENSA Malaquais, die sich auch in der Beaux-Arts Akademie befindet, in der Rue Bonaparte, und der ENSA Paris Val de Seine abschließen, die bereits jetzt auch schon genutzt werden konnten. Des Weiteren haben wir eben diesen Austausch auch auf kultureller Ebene versucht, in Wien aufzubauen, wozu wir eben jetzt Anfang des Jahres das Institut Français d'Autriche in Wien kontaktiert hatten. Und im Rahmen dessen ist eben auch diese zufällig eigentlich, gab es dann Themenüberlagerung, sage ich mal, der Interessenüberlagerung, wo wir, wie Herr Gougeon schon gesagt hatte, eben diese Veranstaltungs- und Ausstellungsreihe organisiert hatten unter dem Titel der Jungen Architektur im Dialog, was uns sehr freut, gemeinsam mit MiesTV, die auch heute, wie gesagt, die Moderation mitmacht, und zukünftige Events mit dem Städtebau, Forschungsbereich Städtebau auch von der TU Wien. Und um diesen Wissens- und Kulturtransfer in Frankreich zu komplettieren, planen wir im kommenden Jahr auch in Paris ein entsprechendes Pendant in Form von öffentlichen Ausstellungen und Vorträgen zu organisieren. Wir freuen uns sehr, dass nun die Publikation zu eben diesem Designstudio der Open Design Academy erschienen ist. Der Band versammelt ausgewählte Projekte und Recherchearbeiten der Studierenden und ergänzt sie durch begleitende Textbeiträge, unter anderem ein Interview mit Jean-Philippe Vassal, was wir in seinem Büro in Paris geführt haben. Und die Publikation ist eben Teil der Themenreihe unseres Forschungsbereichs, die ausgewählte Entwurfsstudios dokumentiert und einen Beitrag zum breiteren architektonischen Diskurs leistet. Die ausgestellt, also die entsprechende Ausstellung, die Herr Direktor Gougeon bereits ansprach, der Design-Studio-Reihe, wurde eben also mitsamt großen Raummodellen, die wir hier auch sehen, und Konzeptmodellen, städtebaulichen Modellen und ausgewählten Grafiken, wurde bereits am Institut Français installiert in der Pratestraße. Und wir warten jetzt eben auf den Termin für die Vernissage, die wahrscheinlich demnächst feierlich stattfinden wird, und möchten uns an dieser Stelle eben sehr beim Institut Français für diesen Austausch und für diese Möglichkeit bedanken, vor allem bei Herrn Gougeon, Johannes, Vincent und Marie und natürlich an die Redner und Rednerinnen, die heute aus Österreich und Frankreich zugeschaltet sind heute Abend, die uns ein breites Spektrum zum Thema der Bildungsräume
abdecken wird. Und freue mich sehr auf diesen Abend und übergebe hiermit das Wort an unsere Moderatorin Chiara Debord vom MiesTV und wünsche allen, die zuschauen, einen sehr spannenden Abend. Herzlichen Dank. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Chiara Debord und ich werde, wie Gordon bereits gesagt hat, heute Abend die Moderation machen. Ich bin ein Teil vom Mies Magazin und ich weiß nicht, ob einige von euch vielleicht schon mal von uns gehört haben. Drum vielleicht kurz eine Einleitung. Wir sind eine Architektur-TV-Show, welche sich hier in Wien gegründet hat und wir machen Interviews mit Architekten und Leuten oder Organisationen, die einen direkten Bezug zur Architektur haben. Und über die Jahre haben sich dann auch in anderen Ländern Leute gefunden, welche motiviert waren, diese Interviewbeiträge zu machen und haben dann dort ein Team gegründet. Das ist zum Beispiel in Deutschland, in Mexiko, in den Niederlanden, in der Slowakei und eben auch in Frankreich. Und alle zusammen bilden wir über die Grenzen die MiesTV-Familie. Und am Ende des heutigen Abends werde ich euch auch ein kleines Video zeigen über den Architekten Jona Friedmann. Dieses wurde von unserem Team in Frankreich produziert, aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Zum heutigen Abend, die ganze Corona-Situation erlaubt es uns ja leider nur, diese Veranstaltung hier im virtuellen Raum abzuhalten, was leider auch die Folge hat, dass ihr auf Facebook nur die Originalsprache anschauen könnt. Wir befinden uns allerdings gerade in diesem Zoom-Raum und haben hier eine Synchronübersetzung und nehmen das auch auf und das könnt ihr dann später auf diversen Plattformen, könnt ihr dann eben nochmal entweder die deutsche oder die französische Version anhören. Und der Ablauf des heutigen Abends wird folgendermaßen sein. Wir haben 4 spannende Beiträge über Bildungsräume in Frankreich und in Österreich und diese werden jeweils so um die 15 Minuten dauern. Nach den Vorträgen eröffne ich dann eine Fragerunde und falls ihr Fragen haben solltet, könnt ihr diese in das Online-Forum Slido posten. Der Link zu dem Forum sollte jetzt in den Facebook-Kommentaren reingepostet werden. Und ihr braucht auch gar keinen Account. Ihr könnt einfach auf den Link klicken und dann da die Frage reinschreiben. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit den Vorträgen. Das Thema des Abends wird sich, wie bereits erwähnt, mit den Bildungsräumen beschäftigen und ich freue mich auf den ersten Beitrag von Much Untertrifaller vom Architekturbüro Dietrich und Untertrifaller. Er hat sein Büro im Jahre 1994 zusammen mit Helmut Dietrich gegründet und ist mittlerweile, beschäftigen sie auch ein internationales Team in Österreich, Deutschland, der Schweiz und eben auch in Frankreich. Und Much wird uns jetzt über die Bandbreite der Bildungsräume erzählen, sowie ihre psychologischen Einflüsse auf den Menschen. Und ich freue mich schon sehr. Ja, vielen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier eingeladen wurde, nachdem ich definitiv ja nicht mehr zur jüngeren Generation zähle und wir uns schon seit über 30 Jahren mit Bildungsbauten aller Art beschäftigen. Das ist ein Thema, das uns immer sehr stark interessiert hat und nach wie vor tut, vor allem nachdem in den letzten Jahren sehr viele neue Regelungen, vor allem im deutschsprachigen Raum in Bezug auf Raumprogramme, entwickelt wurden und da sich eine neue Spannung in diesem Betätigungsfeld aufgetan hat. Der hier im Titel angesprochene psychologische Effekt auf die Schüler, das ist natürlich eine schwer messbare Sache. Ich maß mir da auch nicht an, das zu beurteilen. Ich kann nur beobachten, wenn ich durch unsere Bauten gehe, wenn ich mit Lehrern spreche, was es zum Beispiel für Aggressivitäten in der Schule gibt oder nicht, ob es Vandalismus gibt oder nicht. Und ich möchte Ihnen hier ein paar Beispiele zeigen. Das ist zum Beispiel in Vorarlberg ein früher Kindergarten von uns, von Anfang der 90er Jahre in Lustenau. Ein Holzbau wie die meisten unserer Bildungsbauten. Es ist uns immer ganz wichtig, die Atmosphäre und das natürliche Licht in unseren Bildungsbauten. Wir glauben, dass das tatsächlich viel Einfluss hat.
auf das Wohlbefinden der Kinder und grundsätzlich der Menschen. Und das, vor allem das natürliche Licht ist ein Aspekt, den wir in allen Räumen, auch in allen Erschließungsräumen immer wieder sehr hoch einschätzen. Ganz wichtig, gedeckte Freiräume für die Kindergärten, dass das Innen und Außen miteinander verschmilzt und Betätigung im Freien auch während der kälteren oder bei Jahreszeit oder bei Regen möglich ist. Räume, die den kindlichen oder menschlichen Maßstab treffen, sehen auch hier das natürliche Licht, die Holzoberflächen überall, die teilweise Zweigeschossigkeit mit Raumhöhen, die teilweise den kleinkindlichen Maßstab übernehmen. Ein anderer früher Kindergarten aus dem Bregenzer Wald mit ähnlichen Prinzipien wie der vorige, auch hier mit einer großen Varianda, die den Gruppenräumen vorgelagert ist, in dem Fall mit einer etwas anderen Materialisierung. Betonbrüt und Holz gemischt. Es ist auch ein Kennzeichen unserer Räume, dass wir immer gern die jeweiligen Materialien in ihrer natürlichen Ausformung verwenden, also rohen Beton, rohes Holz, aber durchaus auch rohen Stahl. Wir sind keine Holzdogmatiker, wir lieben das Material und arbeiten viel damit, aber für uns hat jedes natürliche Material durchaus seine Berechtigung. Eine Bauaufgabe, die uns auch immer mehr beschäftigt, sind temporäre Bauten, also vor allem in größeren Wohnsiedlungen am Rande der Städte, entsteht immer wieder temporär ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Und hier haben wir zum Beispiel in Innsbruck beim Olympischen Dorf einen temporären provisorischen Kindergarten letztes Jahr gebaut, sehr kostengünstig, sehr einfach, komplett vorfabriziert. Natürlich nicht mit derselben Ausführungsqualität, die unseren dauerhaften Schul- und Bildungsbauten so innewohnt, aber doch in einem Niveau oder auf einem Niveau, das die Nutzung über mehrere Jahre völlig adäquat erfüllen kann. Dann zu einem Schulbau, der für uns ein ganz wichtiger Meilenstein war, vor circa 20 Jahren, die Hauptschule in Klaus. Das war der erste große mehrgeschossige öffentliche Holzbau und auch das erste große öffentliche Passivhaus in Europa, ein ziemlich großer Schulkomplex, ebenfalls in Holz vorgefertigt. Die Vorfertigung damals noch ein bisschen in den Kinderschuhen, technologisch völlig anders, wie wir heute bauen würden. Aber auch damals sind die großen Vorzüge dieser Bauweise Präzision, Geschwindigkeit, geringes Gewicht voll zum Zuge gekommen. Das Wichtigste für einen modernen Holzbau ist eigentlich, dass er vor Überhitzung geschützt wird. Heizen ist überhaupt kein Thema. Also wir brauchen für diese gesamte Schule ungefähr 2000 Euro Heizkosten im Jahr und wir produzieren ungefähr das 20-fache an Energie auf dem Dach über Photovoltaik-Elemente, aber die Überhitzung ist ein Thema und darum haben wir die komplette Südfassade dieser Schule mit perforiertem Kupferelementen geschützt, die von außen, also das Sonnenlicht effizient ausblenden, aber von innen heraus, das sieht man jetzt hier nicht, dann Effekt geben, fast wie eine leichte Gardine, also eine sehr heitere, freundliche Tageslicht durchflutete Atmosphäre dann im Inneren. Das Ganze auf der anderen Seite, wir sehen hier die hochgesetzte Bibliothek, die nicht nur für die Schule dient, sondern auch für drei kleine Gemeinden als öffentliche Bücherei. Im Hintergrund sehen Sie vielleicht auf der abgewandten Seite dieser Bibliothek wieder diese
Kupferfassade und wie durchsichtig die tatsächlich von innen nach außen ist. Rechts den Klassentrakt mit einem Element, das uns seit damals auch sehr wichtig ist, dieses zweigeteilte Fenster, das es ermöglicht auch, wenn die große Scheibe oben mit Sonnenschutz effizient verschattet wird, darunter über ein zurückgesetztes Fensterband auf Augenhöhe immer ungehindert nach außen blicken zu können. Das erachte ich ganz wichtig für Schüler, dass sie auch nach außen blicken können. Ich kann mich gut erinnern, als ich selber Schüler war, habe ich den ganzen Tag zum Fenster rausgeschaut und das sehr genossen. Und das möchte ich auch den Kindern in unseren Schulen nicht vorenthalten. Diese Schule ist, obwohl sie eine sehr große Trakttiefe hat, mit Licht durchflutet, weil wir über eine Serie von Adrienhöfen viel natürliches Licht ganz tief ins Gebäude hineinbringen. Sie sehen hier die Erschließungszone mit den individuellen Brücken, die in die einzelnen Klassenräume führen. Also jede Klasse hat an diesem Flur einen großen Schaukasten für ihre künstlerischen Arbeiten, die Garderobe. Und dann gehen sie individuell über diese Brücken in ihre Klasse. Unten sehen Sie dieses Steinfeld, das war ursprünglich als Wasserbecken konzipiert, konnte aber nicht realisiert werden, weil ein Passivhaus mit der sehr geringen kontrollierten Bienenentlüftung mit so großen Feuchtigkeitsmengen nur sehr schwierig fertig würde. Und dann eine der Klassen in diesem Gebäude, da sieht man auch wieder rechts diesen Effekt mit dem Fenster, also mit dem Ablageboard in der Höhe und den beschatteten großen Verglasungen davor und unten dieses zurückgesetzte Fenster zum Hinausschauen. So, das ist leider ein unscharfes Bild, aber ich hoffe, das einzige. Das ist eines unserer College in Bron, das liegt in der Bretagne zwischen Rennes und Saint-Brieuc, ungefähr 25 Kilometer vom Atlantik entfernt, in einer sehr ländlichen Gegend. Die Kinder kommen von weit her, die meisten mit dem Bus. Und hier sieht man schon den größten Unterschied, den französische Schulen zu österreichischen Schulen aufweisen. Sie sind hermetisch abgeschlossen. Also die meisten Schulen in Österreich sind offene Gebäude, die man fast betreten kann, aber wo zumindest die Freiflächen allgemein zugänglich sind. Und das ist in Frankreich bei diesen Schulen immer akribisch geschlossen, mit Mauern und Toren umschlossen. Und es sind auch die Raumprogramme, vor allem in diesem Schulzweigbereich, also für Hauptschulen, ähnlich wie sie in Österreich bis vor 10 Jahren waren, sehr minimiert, also es gibt kaum Bildungsräume, also die nutzungsoffen sind, sondern es gibt die Klassen, die Sonderklassen und die Erschließung. Umso wichtiger war es uns hier, Räume in den Erschließungsbereichen anzubieten, die auch lichtdurchflutet sind, die Einblicke in die Klassen bieten, die Durchquerblicke, Blicke nach unten, Blicke nach oben ermöglichen, um dieses Manko des fehlenden Raumprogramms für diese Kommunikations- und Treffpunkte praktisch, wenn immer man sich in diesem Gebäude bewegt, man sich in einer sehr großzügigen, hellen Zone befindet. Ganz in der Nähe eine Schule, ebenfalls eine Hauptschule in Lamballe, das liegt noch näher am Atlantik, nur noch ungefähr 10 Kilometer entfernt, ein ähnliches räumliches Konzept, ein zweigeschossiger, schwebender Holzbaukörper auf einem massiven Erdgeschoss, auch hier der gesamte Freibereich mit Mauern umschlossen. Im Hof, im Hintergrund sieht man das Restaurant, das ist eine Eigenheit der französischen Schulen, dass sie große Schulrestaurants haben. Das ist in Österreich, dadurch, dass es erst seit kurzem Ganztagsschulen gibt, eher noch nicht so üblich und vor allem nicht in diesen Dimensionen. Ein Element, das alle französischen Schulen haben, ist das sogenannte Préau, dieser überdeckte Pausenhof, den Sie hier
zurückgerückt unter diesen Holzbaukörper sehen und diese weit ausschwingende Kreisform, die die Tagesbetreuungsräume, den Veranstaltungssaal und eben links dieses Schulrestaurant beherbergen. Auch hier die Erschließungsflächen sehr großzügig, eine ähnliche, aber etwas andere, jeweils zweigeschossig versetzte Erschließungszone, aber auch mit viel Tageslicht und vielen Durchblicken. Und ein Attribut, das uns immer wichtig war, dieser Einblick in die Klasse, das ist bei der französischen Lehrerschaft auch nicht ganz leicht durchsetzbar, dass die Klassen von den Erschließungsflächen aus eingesehen werden können. Aber auch das ist uns für den Austausch, die Kommunikation der Schüler untereinander ein ganz wichtiger Aspekt. Der Blick dann eben auch aus der Erschließungszone durch die Klasse in die wunderbare bretonische Landschaft hier im Hintergrund. Dann eine Schule wieder in Österreich, das ist eine Volksschule in Vorarlberg wieder. Hier ist es uns ganz stark darum gegangen, in einem sehr ländlichen Umfeld mit mehr oder weniger nur ein- und zweigeschossigen Einfamilienhäusern eine sehr weitreichend ausgedehnte, eingeschossige Schule zu verwirklichen. Ein Konzept, das in den 60er Jahren sehr oft angewandt wurde. Es gibt wunderbare Beispiele aus dieser Zeit. Das haben wir hier versucht, natürlich mit einem sehr effizienten energetischen Status. Also wir kratzen hier am Status Passivhaus, wollten ihn aber gar nicht unbedingt erreichen, weil wir ehrlich gesagt von diesen Kennwerten, ob die jetzt 14,9 oder 15,1 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr Energieverbrauch haben, das interessiert uns nur noch peripher. Aber wir wollten den Nachweis erbringen, dass man auch so flächenintensive Bauwerke in einem sehr engagierten energetischen Status realisieren kann. Ökonomisch ist uns das trotz der großen Außenhüllen gelungen, weil wir hier nur 3% Flächen haben, die nicht Teil des Raumprogramms waren oder sind. Normalerweise ist ja im Schulbau so ein Erschließungsflächenanteil von 30-40% üblich. Hier sind es, wie gesagt, nur 3%, weil praktisch Funktionsräume fließend ineinander übergehen. Es gibt hier 4 sogenannte Lerncluster, identisch, wo sich immer 2 Regelklassen einen Marktplatz gemeinsam teilen und einen Gruppenraum und einen Ruhebereich mit jeweils vorgeschaltenen kleinen Freiklassen und Gemüsegärten. Das ist einer dieser Marktplätze, im Hintergrund die beiden Klassen und der Gruppenraum mit diesem domartigen, hohen, aufgefalteten Deckenteil, hinter dem sich die ganze Haustechnik verbirgt, und ganz simplen Klassen, aber mit sehr großzügigen Verglasungen, wo man in die ländliche Umgebung schauen kann. Sehr einfach konstruiert auch das, um ökonomisch konkurrenzfähig zu sein. Ganz simpler Holzbau mit Heraklitplatten als tragender Schale und konstruktiven Dreischichtplatten, die praktisch die fertige Architektur darstellen. Umso wichtiger ist natürlich, dass diese Teile während der ganzen Bauzeit geschützt werden, um ihre Eleganz, ihre Schönheit bewahren zu können. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo die bretonischen Holzbauer bei aller Wertschätzung leider nicht so darauf achten, während der Bauzeit ihre angelieferten Fertigteile auch adäquat zu schützen. Das ist einer dieser vorgelagerten Gärten mit den Pflanzbeeten und der Freiklasse, die von einer Pergola gedeckt ist. Das sind natürlich Bereiche, die noch viel stärker verwachsen werden. Die Turnhalle ist in dem Fall versenkt, um nicht aus der Volumetrie heraus zu stehen, aber auch die Licht durchflutet. Leider haben wir in unseren französischen Schulen noch nie eine Sporthalle realisieren können. Zwar sehr viele Sporthallen in Frankreich als alleinstehende Lösung, aber viele französische Schulen greifen im Raumangebot auf bestehende Sporthallen in der Umgebung zurück. So, auch hier dieses letzte Projekt, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte,
eine Hauptschule in Bretenou. Das ist ein kleines Dorf im nördlichsten Bereich von Midi-Pyrénées, im Prinzip eher geografisch dem Périgord zugeordnet, auch weit nördlich der Bezirkshauptstadt Cahors. Aber auch ein eingeschossiges Prinzip, sehr flächengreifend. Es war auch hier ein großes Grundstück zur Verfügung. Sie sehen rechts oben die typische kleinteilige Bebauung. Ist eine neue Umfahrungsstraße, die Sie links unten sehen, die an der Schule vorbeiführt. Und darum auch hier eher introvertierte Lösung mit einem großen geschützten Innenhof, um dem sich das Restaurant und die Tagesbetreuungsbereiche gruppieren. Im Hintergrund dann die zentrale Eingangs- und Verteilhalle und wieder dahinter noch ein geschützter Innenhof, während sich die Klassen dann eher nach außen orientieren, zur Öffentlichkeit und halbe Öffentlichkeit. Und oben zentral sehen Sie diesen Zugangsbereich zu diesem Innenhof, der natürlich auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, abgeschlossen werden muss, damit die Sicherheit der Kinder gewährleistet bleibt. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Und ich gehe dann gleich weiter zu Cédric Ramière, dem Mitgründer vom Büro Coco Architecture in der Dordogne in Frankreich. Er wird den Vortrag jetzt auf Französisch halten. Der Vortrag danach wird auch auf Französisch sein, dann kommt wieder ein Deutscher, nur kurz als Überblick. Das Thema Bildung ist ja viel mehr als eigentlich nur in die Schule gehen oder später dann an einer Universität studieren. Und wie Much das vorhin schon beispielsweise eingeleitet hat, es gibt ja auch die Bibliotheken und es gibt auch noch viel mehr Gebäude, welche eben diesen direkten Bezug mit den Bildungsräumen haben. Und dazu wird uns Cédric Ramière jetzt noch etwas mehr erzählen. Und oui, Cédric, c'est à vous. On ne vous entend pas encore. Faut appuyer sur le micro. C'est bon, vous m'entendez? Hören Sie mich jetzt? Oui, bon. Ja. Est-ce que vous voyez mon écran? Sehen Sie auch den Screen? Bonjour à tous. Donc, einen schönen merci guten Abend Ihnen allen. Ich danke Ihnen für diese Einladung. Ich danke dem Französischen Kulturinstitut und MIS Magazin, dass Sie diese Veranstaltung organisieren. Ich stelle mich also kurz vor, ich bin Architekt in Frankreich und ich leite ein Architekturbüro, das sich im ländlichen Gebiet befindet, nicht sehr weit entfernt von dem Projekt, das Much zum Schluss vorgestellt hat. Unser Büro befindet sich in der Dordogne, also auch im Périgord. Und die Idee dahinter ist, dass man auch im ländlichen Gebiet zeitgenössische Architektur fördern soll und dass man die Ressourcen und die lokalen Gegebenheiten hier nutzen soll. Wir hatten diese Idee mit meiner Frau Claudia, die Österreicherin ist. Dadurch, dass in Vorarlberg am Beginn der Jahre 2000 sehr viel passiert ist, was uns inspiriert hat. Und wir haben begonnen, auch hier in Frankreich im ländlichen Raum Projekte zu entwickeln. Seither haben wir unser Netz etwas ausgeweitet. Wir haben also hier auch eine Niederlassung in Celle seit Jahr 2014 in der Drôme in Crest. Und im Jahr 2020 haben wir auch ein Büro in Wien begonnen. Wir hatten hier auch Forschungen und Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union. Und wir haben hier einen Wettbewerb gewonnen, den die Stadt Wien 2019 ausgeschrieben hatte. Und es ging darum, hier einen Ort zu finden für junge Start-ups. Und wir haben also hier teilgenommen und haben also vorgeschlagen, dass wir hier bei dieser Schaffung, Gründung von Start-ups mithelfen. Wir haben also hier ein Büro eröffnet.
eröffnet im Bereich Urbanismus und wir haben verschiedene Veranstaltungen organisiert. Und in diesem Zusammenhang haben wir also auch das Französische Kulturinstitut im Herbst erstmals getroffen. Ich möchte Ihnen, wie Chiara schon gesagt hat, Ihnen Projekte vorstellen, die nicht Schulen sind, also nicht direkte Bildungsräume, obwohl Coco Architektur auch in diesem Bereich der Bildungseinrichtungen einiges verwirklicht hat. Aber hier handelt es sich um zwei andere Projekte. Das eine Projekt ist eine Bibliothek und das zweite ist ein Zentrum, das sich ganz in der Nähe unseres Büros in Dordogne befindet. Aber fangen wir zuerst an mit dieser Bibliothek. Das ist also hier ein Projekt, das sich in einem kleinen Dorf befindet mit ca. 3000 Einwohnern. Die Idee war folgende, oder man hat uns beigezogen, weil es sich darum ging, dass wir eine bestehende Bibliothek restaurieren sollten. Man sieht sie hier in Rot, im Herzen, im Zentrum dieses Dorfes. Ursprünglich war das eine ehemalige Mädchenschule, ein Gebäude, das hier also eine sehr wichtige Rolle hat, hat viele Erinnerungen, die damit verbunden sind. Es ist ein Gebäude, das wirklich die Bewohner hier gekennzeichnet hat, kann man sagen. Ursprünglich gab es hier eine Bibliothek, die überfüllt war und auch das Team der Bibliothekare war zwar begeistert, aber sie waren also hier überfordert von der Situation und man musste also hier nachdenken, wie man also hier das neu ordnen konnte oder ob man hier außerhalb dieses Platzes etwas finden konnte. Wir wollten und haben auch den Auftraggeber in dieser Richtung beeinflusst, dass die bestehende Bibliothek restauriert wurde, denn sie befand sich wirklich im zentralen Bereich des Ortes und das erschien uns günstiger als außerhalb. Außerdem war dieses Gebäude wirklich belebt und es gibt diese Mädchenschule eben, wie gesagt, schon seit langer Zeit. Das Projekt war ziemlich anspruchsvoll. Es handelt sich also darum, dass man etwa 30.000 Werke hier unterbringen musste. Und man muss dazu wissen, dass man auf 300 Quadratmeter circa 10.000 Bücher unterbringt. Das heißt, man hätte also ungefähr 900 Quadratmeter gebraucht. Aber es standen zu unserer Verfügung nur 500 Quadratmeter auf drei Stockwerken. Und das heißt also, man bringt dort nur ungefähr 16.000 Bücher unter. Die Frage war also, wie kann man es machen, dass diese 30.000 Werke zugänglich sind auf einer Fläche von 500 Quadratmeter? Und wie kann man also auch dann hier diese verschiedenen Nutzungen ermöglichen, einen Begegnungsraum für die Dorfbewohner? Die Strategie, die wir hier entwickelt haben, war also folgendes. Wir wollten vor allem die bestehenden Wände nutzen. Man wird dann sehen, dass es hier über verschiedene Stockwerke geht und dass sämtliche Regale an den Wänden hier gibt, die den Besuchern zur Verfügung stehen. Man hat also den zentralen Raum frei gemacht. Und man sieht, eine Reihe von Büchern haben wir auch ins Lager verschoben. Es gibt ja doch sehr viele Bücher, die nicht so häufig konsultiert werden. Wir haben also damit begonnen, dieses Projekt zu überdenken. Wir haben sämtliche Böden abgerissen und wie Sie hier sehen, haben wir praktisch einen Silo, einen Büchersilo geschaffen. Es ist ein Gebäude, das relativ sehr schmal und sehr lang ist. Es gibt also hier sehr viele Wandflächen, die zur Verfügung stehen und auf diesen Flächen haben wir dann sämtliche Bücherregale angeordnet. Dann haben wir mehrere Stockwerke wieder eingeführt.
Das heißt, wir haben so hier verschiedene Schichten, verschiedene Niveaus geschaffen für die Bibliothek, sodass man alle Regale direkt, dass alle Regale direkt zugänglich wurden. Und dadurch war es also möglich, in der Mitte alles frei zu machen. Hier sieht man also den Grundriss, ein sehr einfacher Grundriss. Man sieht also hier die Bücherregale entlang der Wände. Und in der Mitte ist also hier überhaupt kein Buchregal und man hat hier in der Mitte also eine Begegnungszone. Man kann auch hier Ausstellungen abhalten oder Veranstaltungen organisieren. Eine Begegnungszone mitten im Zentrum des Dorfes. Die Frage, die sich damals auch gestellt hat in Bezug auf diese Bibliothek, war die, dass Google damals begonnen hatte, sämtliche Bücher zu digitalisieren und wollte also die größte Bibliothek schaffen. Das heißt also, man musste hier auch überlegen, wie man den digitalen Bereich mit einbezieht. Und diese Bibliothek sollte dann auch Events organisieren können, verschiedene Veranstaltungen und ein Begegnungsort sein für das Dorf. Sie sehen hier also ein erstes Bild, eine Ansicht dieses Projekts mit in der Mitte hier einem Bereich, wo man direkt zu den Regalen gelangt über diese Gänge. Hier sieht man also die Verbindungsgänge. Man hat hier auf der einen Seite eine Treppe. Man wollte die ganz leicht und luftig gestalten, damit also die Sicht auf die Bücher weitergegeben ist. Hier sieht man die Gänge, die direkt mit dem Regal in Verbindung stehen und man schafft dadurch einen einzigen Raum, wo man also sich in diesem Buch bewegen kann, direkt im Kontakt mit den Büchern. Die Bücher sind also hier wirklich sehr wesentlich für die Qualität dieses Raumes. Man hat hier einen Einblick. Man sieht hier von einem Bereich in den anderen, von einem Stockwerk in das andere. Und wir sehen die gleiche Strategie. So kann man hier einen Raum schaffen, in dem Kontakte möglich sind, in dem man sich begegnen kann. Hier sieht man noch einmal diese Treppe, die ist also transparent, ganz leicht. Und man bleibt auch dabei im Kontakt mit den Büchern. Und hier auf der anderen Seite von der Treppe ist hier ein Aufzug, ein Fahrstuhl. Auch der ist sehr luftig. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein anderes Projekt vorstellen, das sich auch in der Nähe unseres Büros in der Dordogne befindet, in einem Gebiet, das Lot heißt. Wir befinden uns hier in einer Gemeinde auf einem Kalkplateau. Man sieht das hier, diese weißen kleinen Punkte. Das sind also hier Steinbrüche, Kalksteinbrüche, die auch für Bauten verwendet werden. Und unser Standort befindet sich hier innerhalb eines dieser Steinbrüche. Und bei diesem Steinbruch hat man etwas sehr Interessantes gefunden, nämlich Spuren, ganz eigenartige Spuren auf diesen Felsoberflächen. Und dann hat man Paläontologen beigezogen aus der Region, um festzustellen, was das eigentlich sein könnte. Und jetzt ist es eben so, dass dieser Standort, dieser Ort zur Zeit der Kreidezeit ein Strand war. Das heißt,
Man spricht hier von einer Zeit von 100 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung. Und hier gab es also einen Strand. Und an diesem Strand kamen die damaligen Tiere hin, um zu trinken, um zu fressen. Und als sie dorthin kamen, hinterließen sie also ihre Spuren im Sand, ihre Fußspuren. Und man sieht also hier, dass richtige Szenen stattgefunden haben. Je nach Flut und Ebbe kamen sie also dorthin. Und in dieser Feuchtzone haben sich also diese Spuren des Lebens eingegraben. Und dann wurde es also zu einer felsigen Zone. Und dann hat sich dort die Auvergne erhoben. Also in dieser Gegend von Lot findet man im Felsen hier Spuren oder Abdrücke von den Füßen dieser damaligen Tiere. Und dadurch kann man also verschiedene Forschungen anstellen und man kann das auch dazu verwenden, verschiedene Dinge zu lernen. Man hat hier so zum Beispiel festgestellt, dass Spuren sind, das sind also die längsten Spuren, die wir gefunden haben, von Flugsauriern. Dieser Flugsaurier ist das größte fliegende Reptil, das es jemals gegeben hat. Und man sieht also, dass in Cressac, also in dieser Gegend, an diesem Ort, sich diese Flugsaurier fortbewegt hat. Und dann konnte man Verschiedenes messen, die Größe, das Gewicht und so weiter. Und man sieht also hier, wie das vor sich gegangen ist. Man sieht, dass also hier es zu Brüchen gekommen ist zwischen diesen einzelnen Sandbereichen und dass dort auch Flüssigkeit eingedrungen ist. Und das ist eine Art von Film, die man hier feststellen kann. An diesem Ort wurden dann also jahrelang Ausgrabungen durchgeführt. Und da hat man vieles gefunden, viele Entdeckungen gemacht. Und diese Grabungen finden vor allem in der Nacht statt. Denn da ist es leichter, hier auf dem Boden etwas herauszufinden, etwas festzustellen. Aber das war nicht sehr praktisch, diese Ausgrabungen in der Nacht durchzuführen. Und natürlich wollte man auch den Besuchern dann diese Spuren, diese Abdrücke zeigen. Und auch das war also nur in der Nacht möglich. Und dann war also die Idee, dass man hier eine Art von glockenförmigen Zonen schaffen musste, um also hier diese Spuren zu zeigen. Und dann war aber auch die Notwendigkeit, dass man hier einen Schutz baut, um diese Spuren auch zu erhalten und um diese Abdrücke gegen Frost oder gegen Regen besser zu schützen. Das war also das Projekt. Das Ziel bestand also darin, dass man auf der einen Seite den Paläontologen die Möglichkeit gibt, auch bei Tag ihre Ausgrabungen durchzuführen, dass man auch untertags Besuche und Besichtigungen organisieren kann und dass man diese Ausgrabungszonen gegen das schlechte Wetter besser schützt. Welche Strategie sollte man also hier anwenden? Wie kann man es machen, dass ein Gebäude zwar den Boden beschützt, aber ihn nicht zerstört. Die Strategie, die man dabei angewendet hat oder die wir dabei entwickelt haben auf diesem Standort, es ist ein Standort, der sich natürlich weiter fortentwickelt. Es werden weiter Grabungen durchgeführt an anderen Stellen und wir haben eine Art von Raster, einen Trägerraster, am Boden gezeichnet, so wie das oft bei archäologischen Ausgrabungen der Fall ist, um hier eine gewisse Regel aufzustellen für eine Architektur, die sich auch weiterentwickelt und wo das Ergebnis dann auch nicht etwas Fixes, sondern etwas sich zu entwickelndes ist.
Ich muss nur kurz unterbrechen, es sind schon 15 Minuten. Ja, ich gehe gleich schneller. Man sieht also hier, dass wir das aufgezeichnet haben, den Grundriss dieses Gebäudes. Hier sieht man die Ausgrabungszonen, die geschützt werden sollten. Das heißt, wir haben eine Art Architektur geschaffen, die also einerseits für die wissenschaftliche Forschung günstig ist und haben eine Art von Modul geschaffen. Es ist ein Gebäude, das man weiterführen kann, das man ausbauen kann. Sie sehen hier diesen Steinbruch und hier ist also dieses Gitter, dieses Raster, an das man neue Module anbauen könnte. Das heißt, es ist eine Architektur, die nichts Fixes, nichts Festes ist, sondern die man ständig weiterentwickeln kann. Sie sehen hier so verschiedene Fassaden. Elemente. Hier, noch einmal, ich gehe jetzt etwas schneller, Chiara. Ich weiß, ich bin schon fast am Ende. Hier sehen Sie noch eine Ansicht des Gebäudes und hier sehen Sie es im Inneren. Sie sehen also hier eine ganz einfache Inszenierung mit einer Spezialbeleuchtung, einer modulierbaren Beleuchtung, wo wir einen dunklen Plafond haben, sodass das ganze Gebäude in einem Halbdunkel liegt und dann hier diese Beleuchtung, diese Spots, die also hier für die Ausgrabung günstig ist. Hier sehen Sie einen Aufriss und dieses Gebäude muss also hier die einzelnen Stufen des Bodens nachvollziehen und hier haben wir so verschiedene Lösungen dafür gefunden. Und dieses Bild in der Nacht soll also mein letztes sein. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci beaucoup. Vielen Dank. Wir machen gleich weiter mit einem weiteren französischen Büro. Und ich freue mich schon sehr, Gilles Delalex von Studio Muoto zu begrüßen. Studio Muoto hat seinen Sitz seit 2003 in Paris und ihre Aktivitäten umfassen die Bereiche Architektur, Stadtplanung, Forschung und auch die Lehre. Und ihre Projekte zeichnen sich unter anderem durch Strukturen aus, die es ermöglichen, eine Vielzahl von Aktivitäten zu kombinieren. Und kommt es jetzt zu den Bildungsräumen, so setzen sie vor allem auch die Freiheit der Studenten und Studentinnen in den Vordergrund. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf den Vortrag. Bonjour Gilles. On ne vous entend pas encore. Il y a le micro qui ne marche pas. Il faut appuyer sur le bouton en bas à gauche. Il y a un bouton en bas à gauche, c'est un petit micro et quand vous y appuyez, vous pouvez parler. Das Mikro ist noch nicht eingeschaltet, man muss links unten auf einen Knopf drücken. Oui, parfait. Pardon, désolé. Tut mir leid. Sehen Sie jetzt den Screen? Le partage? Ist ein geteilter Screen? Ja, gut, wunderbar, dann funktioniert es schon. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich an dieser Veranstaltung teilnehmen kann, denn das Thema ist also ein Thema, das uns hier schon seit langem beschäftigt, die Bildungsräume. Unser erstes Projekt war eine Krippe, eine Kinderkrippe. Und dann haben wir auch verschiedene Schulen in der Folge gebaut und auch sogar Universitäten. Das heißt also, heute Abend haben wir drei Projekte ausgewählt, die ganz, ganz unterschiedlich sind, um Ihnen hier das ganze Spektrum der Möglichkeiten zu zeigen.
alles, was mit Unterricht, mit Bildung zu tun hat. Und wir versuchen immer, dass wir eine Möglichkeit finden, dass einem bestimmten Standort entspricht, einem bestimmten Publikum entspricht. Und die Idee ist natürlich, dass man hier das Thema aufgreift und über das Projekt nachdenkt. Und jedes Projekt soll so ganz einzigartig sein. Schulen waren immer für uns ein komplexes Thema, denn dann muss man sich die Frage stellen, was ist eine Schule, wofür dient das, was soll das in der Gesellschaft? Soll man hier eine Sprache lernen? Soll man hier Französisch und Mathematik lernen? Oder ist eine Schule auch nicht eher dafür da, eine Art von Integration zu schaffen, Kinder in die Gesellschaft mit einzubeziehen, ihnen gewisse Regeln beizubringen und auch Staatsbürger daraus zu machen? Und ich glaube, es ist eher diese zweite Idee, die die gute Idee ist. Und das ist aber eine sehr große Frage. Und man sieht, dass hier sehr viel darüber diskutiert wird. In Frankreich gibt es sehr viele Diskussionen auch über den Laizismus. Das ist ein großer Wert, den wir in unserem französischen Unterrichtssystem haben, in der republikanischen Schule. Das ist eine Tradition, die in Frankreich sehr stark ist. Und das ist ein Modell, das wir kennen, das man in vielen Gebäuden findet. In Frankreich baut man natürlich nicht mehr so, dass man auf der einen Seite eine Bubenschule hat und auf der anderen eine Mädchenschule. Und in der Mitte gab es Kastanienbäume im Schulhof. Da gibt es sehr schöne Gebäude und die werden nach wie vor verwendet mit wunderbaren Steinmauern, die sehr fest abgeschlossen sind. Aber heute baut man nicht mehr so. Aber es gibt natürlich Dinge, die geblieben sind. Die Vorstellung, dass die Schule ein abgeschlossener Raum ist, dass es sich um eine kleine Gesellschaft handelt, wo man das Leben lernt, bevor man dann in die große, in die echte Gesellschaft eintritt. Und gleichzeitig gibt es natürlich viele andere Herausforderungen in einem städtischen Kontext, so dass diese Gebäude sich auf die Stadt hin öffnen. Es gibt also hier immer diese Frage, wie soll man sich abschließen, wie soll man sich schützen, wie soll man die Kinder schützen. In Frankreich sind diese Schulen wesentlich stärker abgeschlossen und normalerweise sind die Schulen um einen Hof herum angeordnet. Und wie kann man sich öffnen? Das ist also hier eine Gleichung, hier eine Herausforderung, die wir jemals neu lösen müssen. Ich möchte mit einem Projekt anfangen, das Sie hier sehen. Es ist eine Schule, die sich in Versailles befindet, ganz in der Nähe des Schlossparks von Versailles. Das heißt, also dieser Park des Schlosses war ganz in der Nähe. Es gab dann gleichzeitig die Landwirtschaftliche Hochschule, Institut National de Recherche Agronomique und dann auch eine Militärschule. Das heißt, wir haben also hier versucht, eine Schule zu erfinden, die sich an einem Gewächshaus orientiert. Man kann auch sagen, dass hier die Agronomie etwas ist, hier Bäume und Früchte und Pflanzen, Medizinpflanzen, Duftpflanzen zu schaffen. Und wir haben also auch gefunden, dass diese Art von Gärtnerei ein sehr schönes pädagogisches Instrument ist, um den Kindern beizubringen, in ihrer Umwelt hier besser kennenzulernen. Das heißt, dieses Gebäude funktioniert ein bisschen wie ein Gewächshaus. Es handelt sich um einen sehr kleinen, transparenten Bereich, eine Halbkugel. Und die Vorstellung war eben, dass man dieses Gewächshaus, dieses Glashaus verwendet, um ein besonderes Klima zu erzeugen, um eine besondere Umgebung zu erzeugen. Und man sieht hier, dass es ein Bereich ist, der teilweise nicht geheizt ist. Dann oft geht die heiße Luft hinauf und das ist eine Art von Schutz im Innenbereich. Und rechts gibt es auch einen Schulhof, einen überdachten. Und dann gibt es einen Garten, wo Pflanzen erzeugt werden, wo auch diese Pflanzen einen Ertrag haben und wo man sich also um diese Pflanzen auch kümmern muss. Man sieht also hier, dass auf dem Dach es einen Dachgarten gibt mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Pflanzen. Und das wird also hier als für pädagogische Zwecke eingesetzt mit verschiedenen Arten von Pflanzen. Und auch in den unteren Geschossen sieht man, dass hier
große verglaste Flächen sich befinden, wo man also hinaus sieht in die Landschaft. Das ist also hier ein Beispiel eines Projektes, das ganz atypisch ist in Frankreich, aber man sieht, dass hier also es durchaus möglich ist, eine Schule im Zusammenhang mit einem ganz bestimmten Thema zu entwerfen, weil hier ein ganz bestimmter Kontext vorherrscht. Das ist hier ein typischeres Problem, ein typischeres Beispiel von dem, was in Frankreich passiert. Hier haben wir also ein Schulgebäude konstruiert in Boulogne-Billancourt. Das waren früher die Industrieflächen von Renault. Es wurde dort bereits zwei Schulen gebaut und das war also hier die dritte, die letzte Schule. Es handelt sich um einen ganz besonderen Standort, um ein dreieckiges Grundstück. Und links war eine Hauptschule, auf der anderen Seite waren Wohnungsbauten und auf der rechten Seite gab es noch Industriegebäude von der ehemaligen Firma Renault. Ziemlich beeindruckende, interessante Architektur. Und das Besondere dieser Schule war eben, dass es hier um das Digitale geht als Schulthema. Es geht um neue Technologien, es gibt die Verbindungen. Alle Klassen haben also hier Bildschirme in allen Bereichen und schon die Kleinen sollen hier also mit Computern sich früh auf die digitale Welt einzustellen. Wir haben also hier versucht, mit Materialien zu arbeiten, die sich einerseits auf die Industrie beziehen, denn es gibt hier eben noch diese alten Elemente aus der Industrie und auf der anderen Seite auch diese neuen Technologien sollten also mit einbezogen werden, die mit Kommunikation und Digitalem zu tun haben. Diese Gebäudekomplex ist auch sehr abgeschlossen. Das war also auch von Anfang an das Programm, das hier das vorgesehen hat. Das heißt, einerseits besteht es aus einem Platz, wo man also ankommt, wo man also die Kinder hinbringt und dann das weitere Gebäude. Es sind also hier zwei Pausenhöfe, die mit einbezogen sind, wo die Kinder zwischen 3 und 6 Jahren, also die Kleinen von der Vorschule und dann die Größeren in einem anderen Pausenhof zusammenkommen. Man sieht also hier, dass es darum geht, dass hier zwei Schulen übereinander angeordnet sind. Das heißt, wir haben hier den Hof verwendet, den Vorhof für die Vorschule, für den Kindergarten und darüber ist die Volksschule angeordnet und man sieht also hier, dass hier wir nach Maß diese gewellten Platten angefertigt haben. Es handelt sich um einen konkaven Bereich und dieses Gebäude hat innen und außen die gleichen Fassaden. Es ergibt also eine Umgebung, die alle blau sind. Diese Fassaden sind also ein bisschen wie zwischen Himmelblau und Wasserblau. Und dadurch entsteht ein Raum, der gleichzeitig ein Innenraum und ein Außenraum ist. Man sieht also hier, es gleicht ein bisschen dem Blau des Himmels und durch diese verschiedenen Blautöne wird eine ganz eigene Stimmung geschaffen, so wie manchmal Landschaften des 17. Jahrhunderts, wo man auch hier versucht hat, mit verschiedenen Blautönen die Perspektive oder die Stimmung zu schaffen und Tiefe zu schaffen. Also damit haben wir uns hier befasst und auch dieser Kontrast zwischen diesen beiden Architekturen, also auf der einen Seite diese Industriebauten, die noch sich dort befinden und dieser Kontrast, man ist gleichzeitig drinnen und auch draußen, man hat also diese Umgebung, diese Gebäude rundherum und dann gleichzeitig ist also dieser Hof, der abgeschlossen ist
und das sieht ein bisschen aus wie übereinander geordnete Container. Und hier befindet sich also eine Turnhalle, eine Sporthalle. Und das ist vielleicht eines der interessantesten Dinge. Sie sehen also hier diese Turnhalle. Und diese Turnhalle ist sehr gut ausgestattet. Also es ist eine Halle, die auch für Sound und Vorführungen ausgestattet ist. Und dieser Saal kann auch verwendet werden in diesem Viertel für andere Dinge, für als Kinosaal oder für Vorführungen. Also auch die Umgebung kann diesen großen Saal als Veranstaltungssaal verwenden. Und daher gibt es auch zwei Eingänge, einen Eingang von der Schule aus und einen Eingang von außen aus. Und so ist die Schule mit dem Stadtviertel in Verbindung durch die Funktion, durch die Verwendung und dann durch diesen großen Bereich, obwohl es nach innen natürlich um eine abgeschlossene Welt geht. Und hier das letzte, das dritte Projekt, das ich Ihnen vorstellen möchte, das ist nicht wirklich eine Schule. Ich habe vergessen, meine Uhr anzuschauen. Jetzt habe ich ein bisschen vergessen, wie spät es schon ist. Aber das ist ein Projekt, das eine universitäre Infrastruktur darstellt, einen Universitätscampus in Paris-Saclay. Das ist noch im Bau. Es ist erst vor kurzem gebaut worden. Südwesten von Paris befindet sich das. Und das war ein sehr interessantes Programm. Und das ist ein Bau, der sich an die für die Studenten gedacht sind, für die Forscher gedacht sind, für alle, die auf diesem Campus arbeiten. Die Besonderheit dieses Gebäudes besteht darin, dass es auf dem Dach hier zwei Basketballplätze gibt. Und dann gibt es hier so ein Programm, das mit Gastronomie, mit Essen zu tun hat und das andere mit Sport. Normalerweise gibt es also hier zwei Konzepte. Das eine ist das Essen und das andere ist das Sportbetreiben. Aber hier sind diese beiden Bereiche miteinander verschmolzen. Und es ist also hier die Idee gewesen, nicht eine Aneinanderreihung zu machen, sondern diese beiden Beschäftigungen miteinander zu verbinden. Auf dem einen verbraucht man Energie und beim anderen führt man wieder Energie zu beim Essen. Sie sehen hier, es handelt sich hier um einen Bereich, wo es noch viele Maisfelder gibt. Es ist eine große landwirtschaftliche Fläche und dann war also die Herausforderung, dass hier ein Campus entstehen sollte. Es gab hier noch keine richtigen öffentlichen Flächen, es gab noch keine richtige Straße. Es ist jetzt schon ein Platz und zwei Straßen auf beiden Seiten. Es wird schön langsam ein städtisches Gebiet, aber dieses Gebäude war mehr oder weniger das erste, das hier zeigte, dass etwas Städtisches stattfindet. Und wir haben also hier versucht, dieses Gebäude zu schaffen und davor einen öffentlichen Platz. Und im Inneren gibt es also eine große Treppe. Es gibt hier keine Eingangshalle, sondern es gibt hier verschiedene Eingänge. Man kann also direkt in einen Sportsaal gehen, in einen Tanzsaal gehen. Man kann direkt ins Restaurant gehen oder auch in die Cafeteria. Und es war also hier notwendig, diese verschiedenen Bereiche so zu organisieren, dass man rund um die Uhr hinein kann. Ich weiß nicht, ob Sie das hier gut sehen. In der Mitte ist eine riesige, eine große Treppe, die hier sich über alle Stockwerke hindurchzieht. Und man kann also von einem Bereich in den anderen hinaufgehen. Und was ist hier übereinander angeordnet? Hier auf der einen Seite ist also eine Cafeteria, das ist ein öffentlicher Bereich. Dann gibt es hier auf der anderen Seite die gesamte Logistik, also wo alles angeliefert wird, die Nahrung. Es ist also hier wirklich eine Gastronomie, also ein Restaurant. Dann gibt es auf der einen Seite eine Terrasse, das ist also hier ein offener Bereich. Das ist nicht genau festgelegt. Man weiß noch nicht, was dort genau entstehen wird, aber es ist ein offener Bereich. Und dann auf der anderen Seite ist diese Haustechnik. Normalerweise gibt man das
aufs Dach und man versteckt es. Aber da wir diese Sportplätze am Dach anbringen wollten, mussten wir also hier diesen Technikbereich schaffen. Dann ist hier der Bereich für die Küche. Das ist die Küche, wo man also das Essen, die Mahlzeiten zubereitet. Und auf der anderen Seite ist das Restaurant. Das ist ein sehr großer Bereich, ein zweigeschossiger Bereich. So wie dieser Turnsaal sollte auch dieses Restaurant nicht nur zum Essen dienen, sondern für verschiedene Funktionen, dass man sich ein Fußballmatch anschauen kann, dass man Veranstaltungen sehen kann, dass man etwas vorführt. Und es gibt also hier ein Restaurant, wo man einerseits Pizza essen oder kochen kann mit einem großartigen Pizzaofen. Und auch am Abend kann man dort hingehen, denn es gibt viele Schulen in der Gegend, aber es gibt sehr wenige gemeinsame Orte. Und wir haben das genannt Lebensraum. Ich weiß nicht, wie man das also am besten ins Deutsche übersetzt, auch mit Lebensraum. Und das ist ein Ort, wo die Leute sich treffen können, begegnen können und nicht allein in ihren Studentenzimmern bleiben oder in der Schule oder hier also in ihrem Forschungslabor. Und dann, wenn man weiter in die Höhe geht, gibt es also zwei weitere Bereiche, zwei weitere Räume, einen Tanzsaal auf der einen Seite und dann einen Sportsaal. Und dann oben auf dem Dach gibt es also diese Outdoor-Sportbereiche, Basketballplätze. Das sind sehr offene Räume. Sie sehen das hier auf dem Dach. Und die Jugendlichen aus dem ganzen Viertel kommen dorthin und spielen also Basketball auf dem Dach. Man sieht also, dass hier unten die Treppe weggeht. Es ist eine sehr breite, große Treppe, ein bisschen wie bei einem Fußballstadion. Wir haben auch mit dieser Infrastruktur der Sportanlagen gespielt. Also es gibt hier diese Treppe, die 7 Meter breit ist. Man kann so dort auch sitzen, bis man dann zum Restaurant geht. Oder dann gibt es ein Zwischengeschoss. Dieses Zwischengeschoss ist noch nicht genau definiert, festgelegt. Man weiß noch nicht, was dort dann genau passieren wird. Hier sind nur ein paar Sesseln momentan und ein Tischfußball. Dann geht also diese Treppe weiter hinauf. Ich weiß nicht, ob Sie das hier sehen. Es ist wie eine Art von Innen und Außen. Diese Treppe ist also gleichzeitig draußen. Es ist eine Außentreppe. Wenn es also regnet, dann regnet es. Aber auf der anderen Seite ist es auch im Gebäude drinnen. Und man kann auf diese Art und Weise also die Jugendlichen, wenn also ein Problem besteht oder ein Brand ausbricht, sehr schnell wieder aus dem Gebäude hinaus bringen. Und es ist auch die Möglichkeit, hier auf das Dach zu gelangen. Und hier vom Dach aus hat man einen wunderbaren Blick auf das gesamte Plateau, auf diese Fläche, auf diese Ebene, wo man also die Felder sieht und verschiedene Wassertürme. Es ist also ein bisschen so wie in Versailles. Es ist ein Lehmplateau, wo also das Wasser gesammelt wird. Und die Ingenieure haben dort verschiedene Quellen gefunden. Und von dort wird also das Wasser bis nach Versailles geleitet. Es ist also ziemlich ein feuchtes Gebiet, ein Feuchtgebiet. Und es gibt also hier sehr viel Landwirtschaft. Und Sie sehen hier im Hintergrund einen kleinen Wasserturm. Und im Inneren gibt es also keine Gänge richtig, sondern alle Verbindungswege sind rund um das Gebäude angeordnet. Man kann also hinaufgehen, man kommt immer höher und sieht dann immer mehr von der Landschaft. Und auch wir, wenn wir höher gebaut haben, haben wir also dann die Landschaft entdeckt. Und man sieht hier, man ist gleichzeitig drinnen und draußen. Auf der einen Seite ist also diese Treppe und auf der anderen Seite ist so dieser Raum im Süden, den man hier geschafft hat. Und das ist eine Art von kleiner Fußgängerbrücke. Ich fürchte, wir müssen aufhören, es ist schon 15 Minuten. Wir sind gleich fertig. Hier sieht man den Tanzsaal mit den Spiegeln. Hier ist also hier der große Saal, der große Raum, wo das Restaurant untergebracht ist.
Und hier sieht man sämtliche technischen Elemente, die sind also sichtbar, denn das Budget war sehr, sehr gering. Das letzte Bild, man sieht hier also die einzelnen Etagen, die hier übereinander angeordnet sind, auch die Aktivitäten unten, Cafeteria, dann der Restaurantsaal und oben dann die Sportanlagen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Nur als kleine Erinnerungen an alle Zuschauer, solltet ihr Fragen haben, könnt ihr diese auf der Online-Plattform Slido stellen. Der Link dazu, den findet ihr in den Facebook-Kommentaren. Und wir kommen jetzt bereits zu den letzten unserer Vortragenden. Das ist einmal Sophie Hiesberger, Studentin an der TU Wien, und Amanda Sperger, ebenfalls Studentin an der TU Wien und an der Universität für angewandte Kunst. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ich bin selber ja auch noch Studentin und deshalb sehr gespannt, was ihr erzählen werdet. Wie ist das denn so als Architekturstudent oder Studentin? Wie nehmt ihr die Bildungsräume wahr und was versteht ihr überhaupt unter einem Bildungsraum? Ich teile mal meinen Screen. Könnt ihr das sehen? Nein. Schwarz? Nein. Okay. Nochmal. Jetzt? Jetzt geht's, ja. Okay. Ja, danke für die kurze Einleitung, Chiara. Wir freuen uns auch sehr, dass wir hier Teil der Veranstaltung sein können als Studierende. Und vor allem haben wir ernst genommen den Titel Junge Architektur im Dialog. Wir werden hier einen kurzen Dialog führen, die Sophie und ich, so gut das über Zoom möglich ist, und vor allem über unsere Eindrücke und Beobachtungen sprechen, die wir haben über Orte des Lernens, aber auch Bildungsräume. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet für euch, damit ihr seht, was wir beispielhaft damit meinen. Wie Gordon anfangs auch schon eingeleitet hat, bestehen Kunst- und Architekturuniversitäten aus unterschiedlichsten Räumen, Räume des Vortragens, Räume, wo man Feedback bekommen kann von Mentorinnen, Bibliotheken, ein Auditorium, ein Studio. Das variiert von Universität zu Universität natürlich. An der TU gibt es auch sehr viele Stiegenhäuser zum Beispiel. Viele dieser Räume haben aber ganz konkrete Belegungspläne. Und diese Räume können gebucht werden und haben klare Funktionen. Was die Sophie und ich gleich eigentlich bemerkt haben, als wir uns an das Thema herangewagt haben, dass es nicht diese Räume sind, über die wir sprechen wollen, sondern wir sprechen heute eher über Räume, die wir uns aneignen können und in denen wir uns vor allem aufhalten als Studierende. Das sind oft Räume, die sehr viel Flexibilität zulassen und es sind auch meistens demokratische Räume. Ja, diese Räume, die wir jetzt beschreiben und weiter darstellen werden, das sind irgendwie prägende Räume. Wir hören dich ganz schlecht, glaube ich, oder? Diese Räume, die wir euch vorstellen werden, das sind prägende Räume während des ganzen Studiums, während der ganzen Studienzeit, aber auch nach dem Studium. Sie prägen einen für seine weitere Karriere und Laufbahn. Und was die Amanda schon gesagt hat, es gibt sehr viele verschiedene Räumlichkeiten und bei uns, speziell an der TU, gibt es verschiedene Räumlichkeiten in der Art von Öffentlichkeit, aber auch Privatheit. Also es gibt, wie man hier sieht, eher einen öffentlichen Raum, wo eine hohe Flexibilität herrscht, wo viele Leute sind und ein großer Austausch passiert zwischen den Studierenden. Aber es gibt auch privatere Räumlichkeiten, wo man mehr seinen Rückzug hat und seinen eigenen Raum hat. Was ganz wichtig bei diesen Räumen ist, ist eben diese Aneignung, dass diese Flexibilität herrscht und dass man sich die Räume selbst aneignen kann, dass man, dass die Räume sich weiterentwickeln können. Jeder Raum ist etwas anderes und es geht hier nicht um das Architektonische in diesem Raum, sondern wie kann man den Raum zu sich selbst machen oder für sich selbst so darstellen, wie man ihn braucht. Das zeigt dieses Bild ganz konkret.
Es kann auch einfach eine Couch sein, wo man sagt, man setzt sich jetzt hin und nimmt sich seinen Platz, den man für sich braucht. Und das zeigt auch, wie wichtig in diesen Räumen die Gruppenarbeit und dieser Austausch zwischen den Studierenden ist. Diese Räume haben auch ein Potenzial für spontanes Lernen, außerhalb eines Kurses oder einfach spontanes Vorbeischneien und quasi Eröffnen eines Studios. Bestenfalls sind diese Diskussionen auch unter verschiedenen Gruppen oder unter verschiedenen Studierenden. Und gleichzeitig sind es aber auch oft Räume, die eine gewisse Art von Nutzung als Plenum oder als Diskussionsplattform bieten. Wir haben hier ein Bild, wo man zwar auch gähnende Leute sieht, aber dann auch welche, die irgendwie gespannt zuschauen, was Kolleginnen präsentieren oder was sie erzählen oder an was sie gerade arbeiten. Gleichzeitig aber auch, natürlich gibt es auch solche Situationen, wo man zusammensitzt und eigentlich den Alltag miteinander verbringt und sozusagen fast schon die Grenze zwischen Wohnen und Arbeiten irgendwie verschwindet. Wir haben hier auch ein ganz interessantes Bild gefunden, vielleicht magst du darüber reden, Sophie, wo auch, das ist am Eingang zu der TVA-Halle, das ist die mitten vom 4. Bezirk, diesen Sommer, glaube ich, wo man auch gut sehen kann, dass man sich Arbeitsplätze teilweise auch selber herstellen kann und flexibel auf die gegebene Situation reagieren kann. Und diese Situation aber bevorzugt der Situation, alleine in einem dunklen Raum zu sitzen, sondern lieber in dieser Gruppe, in dieser Atmosphäre der Produktivität sich aufhält. Es geht ja auch ganz, ganz stark darum, wie kreativ gestaltet man seinen Platz und wie arbeitet man miteinander. Es geht ja nicht ums Lernen für sich selbst, sondern das Lernen miteinander und voneinander. Und wie kann man seinen eigenen Platz schaffen? Und hier hat man sogar in einem Hof, es war nicht genug Platz in den Innenräumen und man hat geschaut, wie schafft man sich seine eigenen Räume, solche Nichträume oder einfach nur Durchgangsräume werden solchen Studierenden Arbeitsräumlichkeiten und werden wirklich produktiv genutzt. Und da geht es wirklich um den Austausch und wie man voneinander lernt und sich kreativ mit Architektur, aber auch mit seinem eigenen Wesen bewegt. Sophie, du hast auch ziemlich einschlägige Erfahrungen im Organisieren von solchen Räumen oder du bist Teil der Organisation für das Arsenal. Willst du vielleicht kurz, oder wie siehst du das, diese Rolle als Studierende, aber gleichzeitig auch als Organisation von so einem Raum? Wie ist es, wenn man eigentlich Teil ist, der darin arbeitet, aber dann gleichzeitig auch irgendwie schauen muss, dass Sachen sauber bleiben oder es aufgeräumt bleibt oder irgendwie Leute mahnen muss, dass sie ihre Modelle nach einem Jahr wieder mitnehmen oder so? Wie würdest du diese Rolle beschreiben? Ja, wie du sagst, es ist halt von Studierenden für Studierende und es gibt immer wieder eine Gruppe, die sich zusammenfindet und versucht, diese Organisation zu übernehmen und dass diese Räume auch eine gewisse Struktur haben, wie zum Beispiel dieses Modellbauregal, dass die Sachen weggeräumt werden und für alle wieder zur Verfügung gestellt werden. Und das ist eine schwierige Rolle, dass Studierende für Studierende diese Rolle übernehmen und diese doch eine gewisse Hierarchie auf einmal erschaffen wird, die dann durch diese Gruppe versucht, diese Räume zu organisieren und für die Studierenden zu gestalten und immer weiter zu entwickeln, dass es nicht wie die Räume, die wir von der TU bekommen oder von der Universität bekommen, sind meist relativ umgestaltete Räume und wir müssen das dann für uns selbst gestalten, so wie wir es selbst brauchen. Und da braucht es eben diese Organisation und Struktur. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Rolle, dass dann Studierende für sich das selbst entscheiden müssen. Aber da lernt man auch sehr viel für sich, wie man damit umgehen kann und wie man so etwas organisiert und wie Räume organisiert werden können und wie man die sich dann auch selbst weitergestaltet. Ups. Sorry, ich habe jetzt weitergeschalten. Eigentlich wollten wir über dieses Bild auch reden, was ihr da
im Zentrum seht, ist der Getränkeautomat oder auch Bierautomat in der TVFA-Halle, den wir als sehr zentrales Element auch sehen, des Architekturstudentendaseins. Aus dem Grund, weil es oft so ist, dass man für 2 Stunden vor seinem Computer sitzt oder vor seinem Modell sitzt oder vielleicht sogar länger und dann sich per Zufall mit anderen Studierenden vor diesem Automaten trifft oder vielleicht auch auf dem Weg zur Toilette und da gewisse Gespräche entstehen, die total prägend sind oder die auch Auswirkungen haben können aufs Projekt oder wo man sich austauscht über die genaue Mischung von Gips für das Modell oder wo man sagt, dass man die andere Person motiviert oder pusht, irgendwie das Projekt noch weiterzudenken. Und was mir da auch einfällt, ist eigentlich genau die Situation, die sich ergeben hat im Laufe des Design Studios Open Design Academy, das Gordon am Anfang vorgestellt hat, wo man über Architektur, Universitäten geredet hat in einer Architekturuniversität und das Gespräch zwischen Lernende der Architektur und Studierende stattgefunden hat. Und die meisten dieser Gespräche haben genau da stattgefunden. Und da gibt es auch nebenan, da haben wir leider kein Foto, da gibt es nebenan einen Tischtennistisch. Und dieser Tischtennistisch wurde kurzerhand umfunktioniert zur Plattform der Diskussion. Und wenn ich mich recht erinnere, war der Gordon eigentlich fast jeden Tag an diesem Tischtennistisch anzufinden. Und es wurden Modelle und Pläne und sämtliche Skizzen ausgepackt und es wird debattiert. Und oft sind es genau diese spontanen Momente, die irgendwie die Diskussion und die Debatte prägen und weiterleiten. Und ja, diese Nichtorte oder diese nicht geschaffenen studentischen Arbeitsplätze sind auch ganz, ganz wichtig für weitere Projekte, die jetzt nicht nur mit der Architekturlehre zu tun hat, sondern mit der Weiterentwicklung und Projekte, die dann außerhalb der Universität stattfinden. Und dadurch entstehen sehr, sehr viele Beziehungen und Freundschaften, aber auch im Laufe der Zeit sind durch solche Arbeitsräumlichkeiten auch Architekturbüros entstanden, die eben in diesen Arbeitsräumlichkeiten zusammengefunden haben. Also dass diese informellen Konzepte ist sehr essentiell in diesen Bereichen. Ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir sind schon circa in der Hälfte, Sophie. Wir wechseln jetzt ganz drastisch unseren Standort. Und zwar ist dieses Bild von Peru. Das ist ein Bild von den Anden in Moray. Das Foto wurde 2019 gemacht. Da hat die AA Nanotourism Visiting School stattgefunden, die geleitet ist von Alyosha de Keva. Das ist ein Workshop, der ist Teil des Visiting School Programms der Architectural Association. Und ich durfte Tutorin sein dort. Und warum wir das Bild eingefügt haben, ist, weil auch das Architekturuniversität sein kann. Dieser Workshop ist temporär und findet an verschiedensten Orten statt. In 2019 in Peru, hat aber auch schon in Frankreich stattgefunden, zum Beispiel in Old. Und es werden dann verschiedenste Orte, die vielleicht nicht als universitäre Räume wahrgenommen werden würden, plötzlich zur Universität gemacht. Also hier zum Beispiel das Fine Dining Restaurant, das in den Anden situiert ist, wo wir hingefahren sind und wo dann Diskussionen und Vorträge und Austausch mit Bewohnerinnen, aber auch mit Leuten, die im Restaurant arbeiten, stattgefunden haben und die Lernerfahrung sich total in das Öffentliche gekehrt hat. Also was wir vorhin besprochen haben, waren eher privatere Lernräume. Das hier sind total eigentlich exponierte Lernräume, wo man in einem Dorf, in Innenhöfen, draußen im Feld sich mit Materialien beschäftigt, sich die Schuhe auszieht und Lehm stampft und Stroh arbeitet, wo aber auch ein gewisser Austausch mit Locals stattfindet und
man so auch lernt. Also so dieses Hands-on-Learning, das kann, ist genauso Teil unserer Architekturausbildung. Und ich gehe da gleich weiter nach Wien. Dieses Jahr hat der Workshop in Wien stattgefunden. Und ihr seht hier die Situation genau bei der U4-Station in Meidling. Da wurde die Recherche, das Projekt und auch der Austausch im öffentlichen Raum hat es stattgefunden. Und man kann schon sehen, da gibt es viel mehr Anhaltspunkte, einen Diskurs zu schaffen, auch zwischen eigentlich den Nutzerinnen von den gedachten Konzepten und dem Projekt selber. Natürlich ist es einfacher bei so kleineren Interventionen, die temporär sind. Es gibt aber trotzdem, gehört das auch für uns dazu, zu diesem Lernen und zum Arbeiten als Architekturstudentin. Und man könnte, wir haben da kurz über so eine Art fliegende Universität gesprochen oder Universität, die an dem Ort mit dem, was an dem Ort gefunden wird, arbeitet. Eine Frage dazu, Amanda, wenn ihr da so im öffentlichen Raum gearbeitet habt, gab es denn so einen gewissen Rückzugsort, wo ihr dann nachbesprochen habt, oder Projekte weiterentwickelt habt? Oder war das denn komplett im öffentlichen Raum? Das ist eh das Bild. Und zwar ist es ein ganz wichtiger Teil, dass es auch einen Ort gibt, in dem man arbeiten kann. Und zwar als Gruppe und als Team und weniger immer im Austausch ist mit dem Außen. Hier zum Beispiel in Wien, dieses Souterrain-Lokal vom Chateau Rouge, das ist geführt von einer französischen Künstlerin, die da auch Tanzveranstaltungen macht. Und eigentlich könnte man sagen, hätten wir auch für diesen Workshop ein Lokal eben beispielsweise in der TU, oder wir hätten auch auf die Ressourcen der TU zurückgreifen können und zum Beispiel in der TVA-Halle arbeiten und dann nach Meidling fahren. Für uns war es aber extrem wichtig, direkt am Ort zu sein, wo gearbeitet wird und wo man sofort rausgehen kann auf die Straße und wieder in dieser Öffentlichkeit sich befindet. Also hier zum Beispiel Diskussionen, Feedbackrunden, irgendwelche Situationen am Abend, Präsentationen. Irgendwie wurde dieser Raum dann auch schnell zum Labor, zum Workshop, wo Materialien hingebracht wurden, wo Prototypen gemacht wurden, die am nächsten Tag direkte Anwendung gefunden haben. Jetzt ganz konkret, es ist jetzt während der Pandemie, während Corona sehr schwierig, diese Arbeitsräumlichkeiten zu nutzen. Und das zeigt erst recht auf, da man jetzt sehr viel zu Hause arbeiten muss, was eigentlich fehlt, was eben an diesem Austausch fehlt und welche Möglichkeiten und Qualitäten eigentlich während dem Studium ohne diese Räumlichkeiten verloren gehen und dass man sich ein bisschen alleine gelassen fühlt. Und da wollte ich fragen, was du da auch noch für Erfahrungen gemacht hast während der Pandemie oder während den... Ja, ich glaube, in unserem Gespräch sind wir auch drauf gekommen, dass gerade solche Rückzugsorte an der Universität sehr wichtig sind. Hier sind Bilder von einem Projekt, das im öffentlichen Raum stattgefunden hat, wo auch wieder die Stadt zum Labor wurde und die Stadt zur Universität, wo durch Schwimmen der Stadtraum erkundet wurde und fast schon eine Art softer Aktivismus das Projekt dominiert hat. Das ist ein Projekt, das ist eine Situation, die an der Angewandten entstanden ist. Und viele Projekte des Studios, in dem ich bin, an der Angewandten, sind im öffentlichen Raum. Die Projekte sind nicht verortet an der Universität. Dennoch ist der Raum der Universität, des Austauschs, extrem wichtig. Und ich würde den fast schon als ein Safe Space beschreiben, wo man einen Diskurs führen kann über Themen und nicht Angst haben muss, dass man da jetzt nicht drüber reden kann oder das Gefühl haben muss, dass es nicht professionell wäre, das in der Öffentlichkeit zu sagen, sondern wo man einfach offen über Dinge sprechen kann. Und das war definitiv etwas, was bei diesem Projekt ein wenig gefehlt hat. Also wir konnten das zwar über Zoom machen,
aber das ersetzt irgendwie nicht einen Dialog. Und wir haben auch ein paar andere Beispiele gesammelt, das Sophie und ich, bei denen wir Freunde gefragt haben, wie sie die Zeit des Lockdowns oder die Zeit des Nichts an die Universität Dürfens wahrgenommen haben. Und wir haben hier ein paar Bilder, die Eindrücke verleihen. Man muss nur kurz Bescheid sagen, dass wir schon ein bisschen über der Zeit sind. Ja, ich habe aufgeschrieben, wir haben noch eine Minute, oder? Ach so, bei mir ist sie schon abgelaufen. Sorry. Wir skippen kurz zu. Hier in der Küche, Modell bauen im Flur, Backen von Modellsteinen in der Küche, das Schlafzimmer wird irgendwie zum Fotostudio und das schaut ziemlich ähnlich aus wie an der Universität, ist aber eigentlich ein privates Schlafzimmer, damit solche Bilder entstehen. Vielleicht, das ist jetzt Abschluss. Sophie, hört man dich? Okay, sorry. Das war ein Projekt, das wir im Sommer gestartet haben. Das ist verschiedene Arbeitsräumlichkeiten entstanden. Da wir irgendwie in die Öffentlichkeit konnten im Sommer nichts präsentieren, man konnte keine Projekte, die während dem Semester entstanden sind, in der Uni zeigen. Deswegen dachte man, da haben wir gedacht, bringen wir die in die Öffentlichkeit und versuchen einen Diskurs zwischen Studierenden und der Öffentlichkeit zu entwickeln und haben hier unsere Projekte ausgestellt oder Projekte von Studierenden über das Semester und wollten da diesen Diskurs starten. Ja. Das war's. Super, vielen Dank an euch zwei. Ja, wir haben das Timing bereits ein bisschen überzogen. Trotzdem würde ich gerne noch etwas Zeit für eine kleine Frage- und Diskussionsrunde nehmen. Wir begrenzen uns allerdings nur auf 3 Fragen dann. Und kurz vorweg, es kam auch einmal die Frage, ob man die PDF-Folien der Vortragenden erhalten kann. Ihr könnt, wenn ihr die haben wollt, einfach eine Mail an science@institutfr.at schicken. Das wird jetzt auch nochmal in die Kommentare bei Facebook reingepostet und dann können wir euch das weiterleiten. Und ja, die Fragerunde würde ich jetzt generell mal mit dem Thema junge Architektur im Allgemeinen beginnen und deshalb das Wort zuerst auch an die beiden Studentinnen richten. Inwiefern können junge Studierende der Architektur sich heutzutage im Berufsleben einbringen? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen, zum Beispiel Praktika oder Teilzeitjob oder sonst irgendwas? Also meine Antwort wäre, ich glaube, das ist total individuell. Ich glaube, es gibt Studierende, die haben einfach Lust, ab dem ersten Semester in Architekturbüros zu arbeiten. Und dann gibt es welche, die machen ein Magazin oder eine Interviewplattform wie du, Chiara. Und dann gibt es andere Studierende, die beispielsweise wie ich, die sind irgendwie Tutoren an der Universität. Oder man arbeitet in ganz anderen Feldern. Ich glaube, das ist wirklich total individuell. Und kann, glaube ich, nicht so generalisiert beantwortet werden. Sophie, was denkst du? Ja, ich bin da ziemlich derselben Meinung. Also ich versuche auch neben meinem Studium jetzt nicht in derselben Branche zu arbeiten, sondern mich auf etwas anderes, also ein bisschen in eine anderen Fahrbahn zu führen und da 2 verschiedene Wege zu haben, um mich dann auf einerseits voll auf mein Studium zu konzentrieren und andererseits ein bisschen einen anderen Job zu haben. Aber ich glaube, das kann man eben nicht generell sagen, aber ich denke, dass sehr, sehr viele nebenbei schon sehr früh beginnen zu arbeiten. Gut, dann würde ich die Frage auch mal gleich an die Büros stellen. Wie seht ihr denn die Situation in Frankreich und auch in Österreich? Wie schwer ist es eurer Meinung nach für junge Architekten und Architektinnen, sich in der Architekturwelt zu etablieren? Äh,
Das ist ja sehr unterschiedlich, Systemen in Österreich oder Deutschland im Vergleich zu Frankreich. Also bei uns gibt es ja nach wie vor relativ viele offene Wettbewerbe, an denen auch Junge teilnehmen können, aber mit unglaublich viel Teilnehmern. Also es ist natürlich sehr schwer, sich dort durchzusetzen, während es in Frankreich sehr restriktive Bewerbungsverfahren gibt, wo sich sehr viele Architektenkolleginnen bewerben, aber nur ganz wenige dann genommen werden. Und man muss sehr präzise Referenzen haben. Das heißt, wenn man jung ist und vielleicht das eine oder kleine andere kleine Projekt schon hat, dann kann man sich wieder bewerben für kleinere Dinge. Aber es ist ganz schwer, ohne Kooperationen in größere Wettbewerbsverfahren hineinzukommen. Also da unterscheidet sich's wirklich grundlegend, aber prinzipiell ist es in beiden Bereichen schwierig, auch bei uns. C'est pas Gilles ou Cédric, vous voulez encore ajouter quelque chose ou... Oui, je suis d'accord avec Moore, les systèmes sont très différents. Ich bin der gleichen Meinung wie Moore, die Systeme sind sehr unterschiedliche. Die Strategien sind auch unterschiedlich. Die Art und Weise, wie man den Beruf ausübt, kann sehr unterschiedlich sein, je nach den Ambitionen der Einzelnen. Aber das hängt dann mit der Strategie zusammen. In Österreich kann man an allen Wettbewerben teilnehmen. Die Wettbewerbe sind offen, öffentlich zugänglich. Man kann auch als junges Büro teilnehmen. Aber natürlich ist es sehr, sehr schwierig, Caramel Architektur ist ein bekanntes Büro und die haben versucht, 100.000 Euro sich auszuborgen bei der Bank, um hier an verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen. Und sie haben also an vielen Wettbewerben teilgenommen und haben gehofft, sie können dann irgendwann einmal das Geld zurückzuzahlen. Das ist eine Strategie. Man kann natürlich auch anfangen mit Eigenheimbau und dann nur mit kleinen Projekten beginnen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist in Österreich und Frankreich vielleicht das Gleiche. Man kann den Beruf allein ausüben. Man kann in einem größeren Büro mitarbeiten. Man kann auch pluridisziplinäre Projekte starten. Ich glaube, jeder muss hier seinen Weg finden. Es gibt hier eine große Unterschiedlichkeit, aber in Frankreich gibt es mehr als 50% aller Büros, wo Einzelpersonen arbeiten. Es gibt also hier keine einzige Lösung für alle, sondern jeder muss seinen Weg finden. Danke, Cédric. Das war eine gute Synthese. Du hast die Situation gut zusammengefasst. Ich kann das bestätigen. Ich glaube, es gibt so viele Profile und so unterschiedliche Büros in Frankreich. Es war in Frankreich teilweise so, dass man versucht hat, öffentliche Ausschreibungen zu machen. Oft ist es so, dass es sehr schwierig ist, dass man einen Wettbewerb gewinnt. Und dann muss man auch dann wirklich ein großes Glück haben und sehr gut sein. Ich glaube, im Allgemeinen ist es eine Vermischung von Gelegenheiten. Wir waren bereit zu allem. Wir haben also verschiedene Dinge gemacht, Videos gedreht. Wir haben Renovierungsarbeiten gemacht, wir haben Neubauten gemacht, also wir haben alles versucht. Wir haben sogar eigene Themen erfunden. Ja, das stimmt, das haben wir gemacht. Und natürlich war das nächste Thema dann wieder etwas völlig anderes. Das heißt, wir haben uns auch sehr oft geirrt und haben etwas Falsches begonnen. Aber es kann auch etwas Lustvolles, etwas Freudiges sein. Und die Forschungsthemen werden oft begonnen und man ist da bereit, etwas zu erforschen, nachzuforschen.
und Monate zu verbringen und zu reisen, um also hier Themen zu versuchen oder zu suchen. Das kann man heute nicht mehr machen. Ja, vielen Dank. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die wieder mehr die Bildungsbauten thematisiert. Wie viel Freiheit haben denn jetzt Architektinnen und Architektinnen beim Bau einer Schule? Gibt es da viele Einschränkungen oder hat man eher große Freiheiten? Alors là, ça dépend des maîtres d'ouvrage, en fait, de das leur, hängt natürlich vom Auftraggeber an, von den Wünschen des Auftraggebers. Wir haben Schulen in ganz Frankreich gebaut und das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach Auftraggeber. Wir haben bei einem Wettbewerb teilgenommen in der Nähe von Bordeaux und dort hat man verlangt, dass man hier den Bereich öffnet, dass man hier mit den Bewohnern des Stadtviertels zusammenarbeitet und dass hier sehr viel Austausch zwischen Schule und Bewohnern stattfindet. Und jetzt nehmen wir bei einem Wettbewerb in Nantes teil. Und da sagt man zum Beispiel, dass die Schulkantine vielleicht auch für Außenstehende geöffnet wird. Aber man sieht, dass hier die Auftraggeber äußerst unterschiedlich sind, dass ihre Wünsche, dass ihre Erwartungen sehr unterschiedlich sind. Und wir müssen diesen Erwartungen entsprechen. Wir müssen den verschiedenen Situationen entsprechen. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Manchmal sind die Viertel schwierigere Stadtviertel. Auch manchmal sind die Räume durchgängiger. Es gibt also hier manchmal Dinge, auf die man achten muss oder die Umstände sind ganz besondere. Und man muss also hier versuchen, Lösungen zu finden, die dann entsprechend sind. Jede Situation, jeder Bau, jedes Projekt ist wieder etwas ganz Eigenes. Vielleicht kann Gilles noch etwas dazu sagen. Will noch jemand von euch dem etwas hinzufügen? Gilles oder Much? Oder ist alles gesagt? Ich glaube, das ist wirklich sehr unterschiedlich nach den Ländern und auch nach den Auftraggebern. In Frankreich ist diese Situation so, dass es hier eine Tradition gibt, dass in der Schule es sehr oft so ist, dass man in einem städtischen Raum sich befindet und man muss die Kinder schützen. Es darf kein Blick nach außen sein. Man muss die Kinder sogar von den Eltern schützen, weil die Eltern sind am gefährlichsten. Die wollen immer gleich hineinschauen. Und dann gibt es Länder, die ganz anders sind, wo es ganz andere Kulturen gibt, wie zum Beispiel in Belgien. Dort ist es durchaus möglich, dass der Hof in einem Park sich befindet und dass der Park sozusagen die Fortsetzung oder die Erweiterung der Schule ist und dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen den beiden. Das ist also in Frankreich absolut unmöglich. Das heißt, ich glaube, das hängt sehr stark von den Gesellschaften ab und von der Art und Weise, wie man hier sich die Frage stellt, wozu dient die Schule? Dient die Schule dazu, sie vorzubereiten, bevor man sie hinauslässt? Oder begleitet man die Kinder? Nimmt man sie an der Hand und begleitet sie? Oder wirft man sie einfach ins Wasser? Das ist die Frage, die man sich ja stellen muss. Und je nachdem also ist die Situation unterschiedlich, wenn man sieht, was in Österreich stattfindet und wie man hier die Schule sich vorstellt, die Volksschule insbesondere, dann sieht man, es ist ein Ort,
wo man hier Zeit für den Unterricht verwendet, aber man ist nicht dort. Das heißt, man verbringt eine sehr begrenzte Schulzeit in der Schule und daher gehen die Schule dann, die Kinder dann nach Hause um 1 oder 2 und man verbringt maximal 5 Stunden in der Schule, aber es ist nicht ein Ort, wo man den ganzen Tag verbringt und wo man dann auch noch etwas anderes macht, wo man auch isst oder verschiedene andere Tätigkeiten durchführt. Und dadurch sind auch nicht so lange Pausenzeiten, wo man die Kinder sozusagen beaufsichtigen muss. Daher ist die Infrastruktur in Frankreich wesentlich ausgeprägter. Une place plus importante à la femme dans la carrière des femmes. Es ist in Frankreich so, dass die Frauen vielleicht mehr ihre Berufskarriere in den Mittelpunkt stellen und daher die Schulen dementsprechend ausgerichtet sind. Aber das ist ein wirklich großes Thema. Es ist ein Thema, das mit der Gesellschaft zu tun hat. Wobei sich das auch in Österreich stark zu ändern beginnt. Also die Kinder bleiben immer länger in der Schule. Das ist regional natürlich sehr unterschiedlich, aber das ist das, was ich in meinem Vortrag gemeint habe, dass das die Programme der Schulen jetzt in Österreich und auch in Deutschland sehr stark verändert. Aber es gibt vor allem ländliche Gegenden in Österreich, wo die Kinder nur knapp bis Mittag bleiben und in der Stadt, wo es viele oder viel mehr berufstätige Frauen gibt, natürlich ist das Bedürfnis da, die Kinder den ganzen Tag betreut zu sehen und da ist das Angebot sicher noch viel zu gering. Ja, super. Ich würde sagen, dann übergebe ich das letzte Wort noch an Johannes und sage schon mal vielen Dank für die spannenden Vorträge und die Diskussionsrunde, die leider nicht so lang war, aber ja. Merci à vous tous. Vielen herzlichen Dank an alle. Als Zuständiger für die Ausbildung und für die Universitätsausbildung danke ich allen Referenten sehr, sehr herzlich, den deutschsprachigen genauso wie den französischsprachigen, auch den Dolmetscherinnen, auch der Moderatorin, die hier also wirklich seit einem Jahr fast an dieser Vortragsreihe gearbeitet hat, der jetzt also online zumindest stattfinden konnte. Wir hoffen, dass also diese Ausstellung im Stiegenhaus stattfinden kann. Und wir sagen allen, die hier sich für Architektur begeistern, für junge Architektur begeistern, dass sie zu uns kommen sollen und dass sie diese Arbeiten hier kennenlernen sollen, der Studenten der TU in Wien. Vielen herzlichen Dank an Mies Magazin. Und ich gebe ganz kurz noch das Wort weiter. Diese Gesprächsreihe wurde aufgezeichnet. Wir haben sowohl eine deutsche als auch eine französische Version aufgezeichnet auf unseren Computern und wir werden das zur Verfügung stellen auf unserer Website und auf der Facebook-Seite des Französischen Kulturinstituts und Sie können das dann in der jeweiligen Sprache nachhören. Und Chiara hat noch das letzte Wort und sie wird uns ganz kurz noch einen kleinen Dokumentarfilm vorstellen, den sie gemacht hat über Jona Friedman. Wie bereits am Anfang erwähnt, haben wir eben noch diesen kleinen Beitrag über Jona Friedman mitgebracht. Dieser wurde produziert von unserem Team in Frankreich, Mies FR. Und für die, die Jona Friedman nicht kennen, er war ein französischer Architekt und Stadtplaner und war vor allem bekannt für seine Theorie der mobilen Architektur und auch sein räumliches Stadtprojekt. Und im Februar dieses Jahr ist er leider verstorben und wir wollen euch hier nochmal einen kleinen Einblick in seine Gedanken und in seine Architektur geben.
Und ja, ich würde mal sagen, Film ab. Bonjour, Yona Friedman. Bonjour. Qui êtes-vous? Eh bien, je ne me sens pas très professionnel, malgré que officiellement je suis architecte. Et c'est mon activité principale. Mais nécessairement, ça me mène à des incursions à beaucoup d'autres terrains. Sociologie, ça a été les premières choses, évidemment, ça va avec l'architecture, parce que l'architecture, c'est un acte sociologique, pas seulement technique. Coco? Nécessairement, ça... Regarde là, c'est sympathique. J'ai commencé un juif de Budapest qui a fait carrière à Vienne, à Paris. Et il est mort là récemment, mais intéressant. J'ai vu un plutôt grand commission d'un logement social. Et j'ai découvert par ces projets que le côté social est négligé. Et j'ai proposé, c'était un projet gouvernemental, que pourquoi pas faire comme ça que les appartements sont modulables par l'habitant lui-même. Donc, les partitions n'auraient pas été construites, mais j'ai eu l'idée de faire des sortes de cabines, comme une cabine cuisine, une cabine de sanitaire, qu'on pouvait déplacer comme les meubles. Bien. On me l'a interdit et le projet a été fait classiquement. Vous communiquez à travers des dessins, presque comme de la bande dessinée. Est-ce que c'est pour s'adresser à un public de néophytes? Ma femme a été cinéaste, alors nous avons fait des dessins animés. Et des dessins animés, j'ai utilisé aussi des principes que j'utilise dans l'architecture. Donc, au lieu de faire des cellulos, des dessins face à face, j'ai fait quelque chose que les dessins ont été sur un cube et vous avez tourné. Donc, on a fait très facilement des dessins. Et en 62, j'ai reçu le Lion d'or de Venise pour ces dessins extrêmement simples. Un homme avait des cheveux de lion. Il vivait dans le village du roi Kutue Mambo. Cheveux de lion a décidé d'aller chercher l'oiseau Kului. L'oiseau Kului était l'oncle maternel de Cheveux de lion. Cheveux de lion a appelé ses amis pour leur dire adieu. Puis il a encore une fois fait le tour du village. J'ai découvert par ces dessins animés que des dessins simplifiés, c'est le meilleur moyen de communiquer. On peut expliquer quelque chose. En parole, c'est... il y a toujours quelque chose qui manque. Mais avec quelques dessins très simples, vous rajoutez
beyond au texte. Quelle place accorder à l'art dans le projet architectural? Alors, l'architecture, c'est la sculpture du vide, de former l'espace. Et je connais à peine d'exemples dans l'histoire de l'architecture de l'invention de cette sculpture du vide. Bien, techniquement, disons, les Romains et les Gothiques ont inventé des intérieurs de nouveau type. Et après ça, ça s'arrête. Et maintenant, technologiquement, on a le possible de tout. Alors, je propose pour l'expérimentation de mon côté une sculpture de vide intéressante. Ça peut être une sculpture vide enchevêtrée. J'essayais de faire ça en grandeur nature, exactement dans le Serpentine pavillon à Londres, et je le ferai en décembre en Chine. C'est veut dire des volumes qui s'entrecroisent. Il n'y a pas une forme définitive de volume intérieur. C'est étrangement des exemples visuels ont existé autrefois, de temps en temps dans l'industrie, où il y avait des ponts dans les locaux des usines à cause des systèmes de levage. Donc, cette complexité, mais pas comme ça a été dans l'industrie, mais ça a une incroyable possibilité artistique. Et je le crois que c'est important. Donc, vous le voyez, il s'agit d'une invention collective à venir d'une architecture de l'intérieur enchevêtré, mais de social. Vous avez parlé des villes spatiales. De quel type d'engagement relève le dessin d'une telle ville? La réalité sociale crée une autre forme. Vous le voyez, je prends toujours l'exemple, l'intérieur d'un appartement. Ça fait par chaque usager soi-même, sans spécialiste. Bien, si vous regardez dans n'importe quel immeuble, il y a X fois le même appartement. Mais mon Dieu, ils sont tous différents, différemment arrangés, différemment meublés. Donc, je pense enlever le mot dessin de ça. L'improvisation réelle, c'est pas des dessins, pas des maquettes. C'est dans la réalité. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes réalisations. Quel conseil donner aux étudiants en architecture aujourd'hui? C'est oser imaginer. Ne vous laissez pas enfermer dans le trop de préconçus, trop de prémâchés. Et j'essaie de faire moi aussi
comme enfant, j'ai trouvé un principe très simple. Je devais aller d'un endroit à l'autre. Mais il y a au moins deux routes. Et donc, choisir. Mais ben, penser qu'il y a une seule route. Il y a au moins deux, probablement beaucoup plus. Et qu'est-ce que je pense pour les étudiants? C'est exactement voir, ils ont une solution. Est-ce qu'il y a une autre manière de résoudre ça? Et c'est malheureusement dans la plupart des écoles